Ja, hallo, mein Name ist Markus Wagner, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Stress Butler und ja, ich sitze hier mit Regine Wolf zusammen, Coach und Trainerin. Jetzt hast du offensichtlich oder ihr, sag ich mal, als Familie, wenn man das so sagen kann, dann eben auch einen tollen Lebensmodus gefunden. Wie genau sieht er denn bei euch aus? Wie macht ihr das? Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ja. Also wie du vorher schon sagtest, Markus, wir sind in der Tat so alle 2 bis 3 Jahre für 7 Monate rund auf Weltreise. Haben wir die Idee gehabt, dass unsere Kinder einfach ein halbes Schuljahr immer im Ausland verbringen, in englischsprachigen Schulen. Und so hat sich das entwickelt und wir reisen dann noch ein bisschen drumherum, um den Kindern eben auch die Welt zu zeigen, egal ob Südostasien, Australien, USA, was auch immer. Wir haben gemerkt, es öffnet total den Fokus für sie. Das hat so viele wertvolle Erfahrungen und die haben, by the way, Englisch gelernt, hatten da in der Schule jetzt wirklich ein tolles, tolles Fundament. Wie organisiert ihr das dann? Mann, muss ich sagen, der war schon immer ein Naturtalent. Also, hat nicht so viel gemacht in Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und so weiter, wie ich mich da auf den Weg gemacht habe. Aber der hatte schon immer diesen Modus. Ich glaube, der hat nie länger als 5, 6 Stunden pro Tag gearbeitet. Also er hatte schon immer diese Unternehmer, denke ich auch. Also nicht selbst und ständig, selbstständig zu arbeiten, ja, sondern wirklich für sich Systeme zu kreieren, um eben Zeit für sich, vor allem für die Familie zu haben, dass wir das alles machen können. Was habt ihr denn für Systeme etabliert, vielleicht dein Mann oder auch du, damit ihr überhaupt, sage ich mal, auch so einen Lebensmodus organisieren könnt? Ja. Dann war für mich klar, ich brauche ein Business, das eben zu unserem Lifestyle passt, ja, dass ich von überall auf der Welt arbeiten kann. Ich arbeite am liebsten da, wo die Sonne scheint, so wie heute. Das ist aber, wie du sagst, nicht immer hier der Fall. So in der heutigen Zeit habe ich mein Business, mein internationales Business quasi in der Hosentasche und kann von überall auf der Welt coachen oder ja, einfach die entsprechenden Strippen ziehen, sozusagen, dass es funktioniert. Und so ist es bei meinem Mann auch. Das ist der Unterschied, finde ich, zum Unternehmer und Selbstständigen. Als Unternehmer schaue ich, welche Sachen ich zum Beispiel auch outsourcen kann oder welche einfachen Systeme ich entwickeln kann, dass es jemand anders für mich übernehmen kann, dass ich delegieren kann, dass ich sagen kann, das ist der Ablauf ABCDE muss gemacht werden und es ist reproduzierbar, also es ist duplizierbar sozusagen und dann ist es einfach möglich. Dann reicht es, wenn ich ab und an wichtige Kundengespräche führe oder den Mitarbeitern eben ja, da zur Seite stehe und sage, wo was zu finden ist oder wie sie das umsetzen. Also wenn ich es nochmal zusammenfasse, das heißt, ihr nutzt natürlich alle digitalen Möglichkeiten, die ihr habt, um euer Business voranzutreiben. Du hast gesagt, naja, über Zoom oder Skype oder so könnt ihr kommunizieren. Kannst du auch coachen sozusagen, deine Coaches, habe ich verstanden. Ja. Ihr delegiert natürlich viel, ihr gebt viel Verantwortung auch an die Mitarbeiter oder an Partnerunternehmen vielleicht auch. Ihr sourced aus und ihr führt halt eben auch mit Visionen und mit Inspiration und habe dadurch natürlich auch ein System, also oder eine Organisation, die grundsätzlich auch selber dann sich nicht ständig immer von außen motiviert sein muss, sondern eben auch selber vorangehen kann. Ja. Vielen lieben Dank, Regine, für die Möglichkeit hier mit diesem fantastischen Ambiente mit dir das Gespräch zu führen.